In einer Nacht, die in ihrem Verlauf unser Leben noch maßgeblich verändern sollte. Wäre unser langer gemeinsamer Weg. Beinahe zu Ende gegangen. Und der Traum des pferdelosen Wagens fast für immer gestorben. Um bei all den Rückschlägen den Mut nicht zu verlieren, braucht es wirklich viel Durchhaltevermögen. Als wir uns vor 6 Jahren dazu entschlossen, Karls Vision und ganz aus eigener Kraft lebendig werden zu lassen, da haben wir bei Gott nicht damit gerechnet, welch steiniger Weg da noch vor uns liegen würde. Woher Visionen und Lösungen für revolutionäre Entwicklung stammen, bleibt leider oft im Verborgenen. So manches allerdings soll unseren großen Tüftlern und Denkern wohl in ihren Träumen begegnet sein. Ja, aber ironischerweise hat doch seine eigene Erfindung sein Geburtshaus in Lüburg zerstört. Wahrscheinlich hätte es ihn aber gar nicht gestört. Denn der Grund für den Abriss war ja eine größere Straße. Für all die vielen neuen Autos, die es nun gab. Karl war von klein auf für alles begeistert, was sich fortbewegte. Und wäre sein Vater nicht 2 Jahre nach seiner Geburt gestorben, wäre Karl vielleicht auch wie sein Vater Johann Georg Benz Lokomotivführer geworden. Als Karl mit 17 Jahren in die Karlsruher Universität aufgenommen wurde, da tat sich ihm eine neue Welt auf. Die zukunftsorientierte, visionäre Art des berühmten Ferdinand Rettenbacher, die hat es ihm besonders angetan. In seinen späten Erinnerungen wird Karl schreiben, Rettenbacher war nicht nur ein ausgezeichneter Gelehrter, in seinen Vorlesungen hörte man gleichsam die Maschinen laufen. Als besäße er die Kunst, seiner Mechanik dramatisches Leben einzuhauchen. Kein Wunder, dass er anzog wie ein Magnetpol. Für Karl war die Zeit in Karlsruhe vielleicht der wichtigste Abschnitt seines Lebens. Ohne die handwerklichen Fähigkeiten, die er nach dem Studium bei verschiedenen Maschinenbauern in der Stadt erlernte, da wäre er vielleicht nie imstande gewesen, einen eigenen Motor zu bauen.
Von nun an gab es nur ein gemeinsames Ziel. Die Kutsche ohne Pferd. Heute? Gibt es bald das Auto ohne Fahrer? Wenn Hoffnungen wieder und wieder zerstört werden, weil Jahre zäher Arbeit keine Früchte tragen und die Menschen auf der Straße nur mit Hohn und Spott auf die eigenen Pläne reagieren, dann, ja nur dann zeigt sich, wer man wirklich ist. Thank you.
Wir hatten es geschafft. Unser Weg sollte also doch noch nicht zu Ende sein. Um bei all den Rückschlägen den Mut nicht zu verlieren, braucht es wirklich viel Durchhaltevermögen. Und vielleicht auch eine starke Partnerin, die bereit ist, trotz Gegenwind unerschrocken weiterzukämpfen.